So, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. In the Dark. Back on track mit dem guten Video Johnson, der wie Gott hier über mir schwebt. Ja. Sag mal, das Haus ist aber. Das war vor uns noch nicht so düster, ne? Es wird langsam übel da draußen. Ja. Es war beinahe Nacht, als Emily wieder zurück in Ducedo war. Was genau hatte sie getan? Und wovon redete Detective Carnby? Ergaben ihre Funde irgendwelchen Sinn? Sie wusste nur, dass sie herausfinden wollte, was die drei Schritte des Vertrags umfassten und wie sie mit Dr. Gray zusammenhingen. Oder, Jona, du machst es wie immer und lässt das Finale dann einfach aus. Brich in Dr. Grays Büro ein und finde heraus, Christian Gray? Dann machen wir das so. Tja, oder du zwingst dich heute noch wach zu bleiben, ich mich auch und wir ziehen heute durch. Ja. Wie gesagt, je nachdem, wenn wir jetzt gut vorankommen. Wenn nur Jeremy loswerden können, wird alles wieder normal. Wo du sagst, ich habe Miss Emily gesehen. Erinnerst du dich? Sie ist Jeremys Nichte. Sie sucht nach ihm. Genau, sie hilft uns, auf ihre Art. Solange sie uns nicht im Weg steht und der Mutter der 1000 Jungen. Davon weiß sie nichts und es kümmert sie nicht. Sie will nur zu Jeremy. Ich mach mir eher Sorgen wegen diesem Carnby-Typen. Er schnüffelt herum und stellt alle möglichen Fragen. Es tut weh. Ich wünschte, du würdest das lassen. Das ist echt gruselig. Cool, du kannst. Genau. Kannst du mal einen Kaffee machen? Essenzimmer. Es wird auf jeden Fall von der Verhältnis alles ja schon gut in Beschlag genommen. Tassimo Kaffee ist teuer. Die Pfleger bei. Ah, heute geht's schon mal. Die Pfleger Batiste und Lotti waren ebenfalls zurück in Ducedo. Wie Bruchstücke von Emilys Vergangenheit, die sie heimsuchten. Sie konnte nicht entscheiden, ob sie auf ihrer Seite waren oder nicht. Und woran litt Lotti? So, wir sollen Dr. Grace. Was geht hier vor sich? So drüber. Wieso komme ich da nie über? Es ist versperrt. Ja, stimmt, ne? Hört nicht mehr lang. Ich glaube, Dr. Gray ist da drin. Vielleicht kann ich dann jetzt in seinem Büro herumschnüffeln. Okay.
Ich will den Pflegern jetzt nicht in die Arme laufen. Ich sollte einen anderen Weg finden. Ich lass noch mal ein bisschen Sauerstoff rein. Ja, das hilft immer ganz gut. Ja, ich muss natürlich durch den Teller. Fickt euch. Wichser. Elend. Nee, doch nicht. Okay. Ja, aber wo sollen wir denn da sonst lang? Die Astart-Künstlerkolonie. Eine Monographie von Yael Klein. Dass manche Dinger so leise sind. 1909 wurde die alte Villa de Cedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern, der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Argus und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Die Kolonie bestand 6 Jahre lang, bis eines Tages alle 12 Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurrikan zusammenhing, der am 29. September 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt ist dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans. Ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Mardi Gras-Paraden, als die Piraten von Pontchartrain. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschspalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astart das erste Mal in den Zeitungen. Cortes sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam. Aber er ist aufgrund von De Cetos Geschichte besonders interessant. Selbst der Name De Cetto ist der einer syrischen Fruchtbarkeitsgöttin. Okay. Intro. Ah, warte mal, warte. Opfertäusche. Vergessen wir die zweite Seite. Der Plantage lag mit was Dummes. Kein Versehen vor. Wir wissen, dass Elijah Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er 2 Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänger auf fast 100 Männer und Frauen. Vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde De Cetto als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von De Cetto, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden. Die Shub Niggurath. Obwohl De Cetto ein ungewöhnlicher Name sein mag, von dem nur wenige gehört haben, ist er doch in gebildeten Kreisen nicht unbekannt. Astart ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen Künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein. Shub Niggurath jedoch ist ungewöhnlich. Es ist nahezu unmöglich, dass jemand in Louisiana diesen Namen schon mal gehört haben sollte. Der Name wird nur in sehr seltenen Büchern wie unaussprechlichen Kulten und dem Necronomicon erwähnt. Und man geht davon aus, dass es verschliffenes Arabisch ist und zu den dunklen Jungen gehörig bedeutet. Die wenigen zu der Göttin abgedruckten Absätze sind so verstörend,
dass niemand bei geistiger Gesundheit jemals eine Religion auf diesen Grundlagen aufbauen wollen würde. Der Kult der Shub-Niggurath war schwer zu vertreiben. Aber man geht davon aus, dass der Hauptschuldige am Untergang des Kultes, trotz der steten Verhaftungen und der Tötungen mehrerer Kultisten über die Jahre, der Kult selbst war. Was sich gut in die Reihe aller Kultaktivitäten auf der Setos Gelände einfügt. Als Hauptmann J.W. Norton der Unionsarmee dort eintraf, beschrieb er die Menschen in Desetto als mangelernährt und besessen. So sehr die Armee sich auch bemühte, sie zu retten, sie wehrten sich dennoch entschlossen dagegen. Als könnte sie nichts davon abhalten, sich selbst zu zerstören. Obwohl das Verschwinden der Astart-Künstlerkolonie ein Rätsel bleibt, scheint das wiederkehrende Motiv anzudeuten, dass ihr Schicksal mit Wahnsinn und einem Hunger nach der Selbstopferung im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin mit den tausend Namen verflochten ist. Klingt auf jeden Fall creepy. Zum Glück Sauerstoff wird kalt. Programm. Oh ja. Also das Spiel drückt uns schon quasi den Weg auf gerade. Was hat komische Geräusche gemacht? Dr. Brisbane empfangen. Mr. Waits muss einen Ersatzschlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Ich kenne die Kombination nicht. Moment, vielleicht kenne ich sie doch. Obacht! Erst links zur 9, dann rechts zur 1 und wieder links 3. Ja. Links rein. Bäh! Hat geklappt. Der
letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren. Denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt, aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen, und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. Da wären wir, Dr. Grays Büro. Dann sehen wir mal, ob wir hier Antworten finden. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Burgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht, Miss Thompson. Oh, das ist doch hier vom Globus. Treppenhausschlüssel, alles klar. Sehr verehrter Dr. Menzetti, hier geht's um uns noch lange. Ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen Kampf mit einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen. Dass er sich selbst mit seiner Paranoia quält, ist schon schlimm genug. Aber sein Wahn greift auch auf andere über. Im Grunde legt er damit die Basis für einen Massenwahn. Ich schreibe Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir einen Rat geben können. Ich möchte natürlich schädliche operative Eingriffe um jeden Preis vermeiden, aber ich mache mir langsam auch Sorgen um meine eigenen Abwehrmaßnahmen. Die Worte meines Patienten sind verrückt, aber sie bringen auch etwas Urtümliches in mir zum Klingen. Ich habe versucht, sein Gehirn mit Röntgenstrahlung zu fotografieren. Es war überraschend schwierig, gute Ergebnisse zu erhalten. Dunkle Flecken auf den Platten verdeckten die Details. Mein Patient schaute sich die fehlerhaften Platten an und schrie dann panisch auf. Er sagte, die dunklen Bereiche wären der Schatten des Wurms, der ihn von innen auffresse. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich hoffe, das ist ein Zeichen, dass mein Geist nicht so anfällig für den Wahnsinn ist, wie ich es befürchtet hatte. Auf weitere Nachfragen beschrieb mein Patient den Schatten in seinem Geist als eine Art chthonische Monstrosität, die sein Allerheiligstes unterwandern will. Das bezieht sich eindeutig auf einen Ort, den er Taroeia nennt, eine Art Bibliothek oder Kloster, das ihm als psychologischer Zufluchtsort dient. Dieser imaginäre, sichere Hafen wird jetzt von diesem Chthonier bedroht und hat er sich einen anderen, weniger angenehmen Unterschlupf ausgedacht. In letzter Zeit bemüht er immer wieder die Metapher des Dampfschiffes, das auf Grund gelaufen ist. Er meint, er verspürt den Drang, die Motoren zu starten und umzukehren. Aber er fürchtet, dass das Schiff wegen eines Lecks sinken würde. In der letzten Woche habe ich ihn dabei beobachtet, wie er diese Metapher in die Realität überträgt. Er weiß, dass das fiktiv ist, aber dennoch weicht er nicht davon ab. Er versucht, eine echte Erinnerung zu erzeugen. Ich bin mir sicher, dass dies meine Chance ist, die Mauern seiner Selbsttäuschung zu durchbrechen. So, dann. Oh.
Hey, halt, wir müssen nur lang, Baby. Baby Bomb, Baby Bomb. Noch irgendwer mit der Globus ist mehr so. Sündenbock. Oh Gott, du Kunde. Ich brauche den Schlüssel. Röntgenbild. Patient Jeremy Hartwood. Datum 14. Juni 1930. Platten. Es hat sich als schwierig herausgestellt, Jeremys Schädel richtig abzubilden. Teilweises Röntgen hat am besten funktioniert. Ein vollständiges Bild des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Beobachtungen. Selbst bei einem Blick auf eine zusammengesetzte Version verdeckt ein Schatten große Teile von Jeremys Gehirn. Möglicherweise ein Tumor, aber es ist wahrscheinlich eher ein Defekt an den Geräten. Jeremy hat heftig auf die Bilder reagiert und behauptet, er würde einen riesigen Wurm sehen, der seine Erinnerungen frisst und durcheinander bringt. Anmerkungen. Während ich den Antworten damit kein Stück näher gekommen bin, bin ich mir recht sicher, dass Burkhardt-Lobotomie alle notwendigen Teile abtrennen sollte. Die hypothetische Psychochirurgie auf Basis der Ideen von Burkhardt und der Forschung aus St. Petersburg könnte am Ende die Rettung für Jeremys Verstand darstellen. Ein Durchtrennen der Verbindungen rings um den Frontallappen könnte zumindest die meisten geistigen Leiden beseitigen. Die Prozedur wäre sowohl in der Durchführung als auch in ihrer Wirksamkeit brutal. Ein Eispickel, der am Auge entlang und in den Schädel eingeführt würde, würde die Nerven lösen, wie Alexander, der den gordischen Knoten zertrennt. Da dies Jeremy recht sicher in einen veränderten Zustand zurücklassen würde, sollten zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgelotet werden. Das medizinische Instrument, das ich für diese Lobotomie bräuchte, fehlt und ich sollte Waits ein neues bestellen lassen. Klingt auf jeden Fall sehr psycho, Mann. Ein Eispickel. Irgendwie da am Ohr gelangt zu. Handschirm. Ja, Namen des Jungs, die durch eine verstörende Dunkelheit. Das Stürme. Wurde ja damals wirklich gemacht. Naja. OP-Raumschlüssel. Ja,
Ja, da, das spielt er auch in der. Oh Gott. In den 20er Jahren? So zeigen gerade mit uns. Oh, Froschreck gleich hier. Ist aber merkwürdig. Das Verfahren wurde doch erst nach den 1930ern beim Menschen durchgeführt. Bin ich denn jetzt hier? Labor, OP-Raum. Achso. OP-Raum haben wir einen Schlüssel. Was sagen Sie, John? Was ist das? Schlange macht die Tür auf. Dunkelheit ist echt maximal verwirrend, Mann. Danke. Naja, sonst hätte man das Spiel ja anders benennen müssen. Ich bin blöd wieder. Das ist schon besser. Hey, warte mal.
Ah, Gott. Ja, ich hab verschissen. Gut. Jetzt. Das ist wieder hier eine typische Jona-Aufgabe. Oh nee. Ja, haha, ich lese doch. Hey. Jeremys Finsternis, Schlüsselgegenstand. Ein zerbrochenes Stück gebrannten Tons, die Größe deutet darauf hin, dass sich um ein das zu einer Statue gehört. Ah ja. Dr. Gray schien viel Arbeit investiert zu haben, um Jeremy zu verstehen und zu behandeln. Hatte er dabei etwas Nützliches herausgefunden oder war alles nur eine Schau?
Eine Ausrede, um ihn zu foltern. Was auch immer es war, dachte Emily, vielleicht könnte sie seiner Arbeit zu einer Erkenntnis zu den im Vertrag genannten Schritten folgen. Gottes Willen. Mit der Rummelmusik ist bestimmt. Ich hatte nie die Gelegenheit, mich hier umzuschauen. Oh, ein Galgen. Mit dem ich nicht interagieren kann. Kaderblade. Oh Gott, das nächste Puzzle. Ah ja. Ich krieg grad schon wieder die Krise. Aber ich hab's gut gemacht. Ach so, warte mal. Was haben wir hier? 6, 1, 4. Gegen First 3. Das ist mir. Das ist vielleicht hier ein 6. Oder 1. Hier 6.
sicher, dass du jetzt die neuen Kombinationsmöglichkeiten ausprobieren willst. Schnauze. Ah, der Galgen. Genau, wir müssen schon wieder hops nehmen. Das fühlt sich irgendwie vertraut an. Hallo? Ist da jemand? Jeremy, wo bist du? Ich stecke im Schlamm fest. Und der Sumpf... Jeremy? Kannst du mich hören? Naja, du Strich. Ja. Halte durch, du Jeremy. Ja, die einfachsten ich kriege Puzzle das Boot zum Laufen. Ich hol dich hier raus. Ich habe das einfachste Puzzle mit einem First Try gerade abgeschlossen. Und das war nicht ein einfaches Puzzle. In der Haus. Bist du behindert, Alter? Warte mal. Scheißegal, ob du das siehst. Grund gelaufen. Es ist direkt ins Sumpfland gekracht. Wenn ich den Motor zum Laufen kriege, kann es vielleicht wieder auf den Fluss fahren. Ja, Freunde. Laufen bringen wir es im nächsten Video. Ich hoffe, wir schalten wieder ein, weil hier haben wir gottlose Überlänge, 44 Minuten. Ich sage... Allein! Hier oben Abo da lassen. Ich sage auch Wiedersehen. Weil wir uns wiedersehen. Peace, euer.